Ja, seid mir gegrüßt, Piraten und Freunde. Es geht weiter bei Pirates of the Caribbean. Lang nicht mehr aufgenommen gehabt. Und das war erst gute zwei Wochenende war das Internet weg. Dann war ich über Weihnachten weg. Hab noch ein paar Folgen veröffentlichen können, Gott sei Dank. Und jetzt stehen bei mir demnächst Prüfungen an und deswegen muss ich euch leider schon wieder sagen, dass ich mir nicht sicher bin, wie inwiefern ich noch aufnehmen kann da. Also Anfang Februar. Danach werde ich wahrscheinlich wieder Zeit haben. Und wenn ich vorher noch welche aufnehme, dann wird es wahrscheinlich sehr sporadisch rauskommen. Aber ich werde versuchen, wann immer es mir möglich ist, noch ein paar rauszubringen. Das vorneweg mal. Nur damit ihr auch Bescheid wisst. So, und jetzt geht's aber erstmal weiter hier. Und ich glaube, wir sollen in die Taverne. Wir haben letztes Mal diesen Auftrag ausgeführt. Hallo? Ich will mein... Keine Beute, nichts im Sack, was, Kamerad? Sind von Piraten auch sogar schon an Land überfallen. Hey Junge, ihr habt etwas, das uns gehört. Wenn uns die Truhe freiwillig gibt, dann lassen wir euch sogar am Leben. Welche Truhe? Warum verschwindet ihr nicht einfach freiwillig, Jungs? Wenn ihr unbedingt starkköpfig bleiben wollt, kostet euch das euer Leben. Und glaubt nicht, dass die Soldaten euch retten werden. Werden wir ja sehen. Haha, eure Waffen können uns nichts anhaben. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Dann macht euch bereit zu sterben. Okay. Keine Beute, nichts im Sack, was, Kamerad? Das gibt's doch nicht. Ich hab den Strubelpeter da rechts ein bisschen öfters getroffen. Nun seht ihr, dass ihr uns nicht besiegen könnt. Ich biete es euch ein letztes Mal an. Gebt uns die Truhe oder wir töten euch. Aber das ist doch möglich. Ich kann meine eigenen Augen kaum trauen. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr uns nicht töten könnt. Nur die Ruhe, Junge. Ihr werdet euch sicher einen antrinken und die Sache vergessen. Und jetzt her mit der Truhe. Ja. Ich glaube, wir versuchen nicht den Held zu spielen, denn wir werden sie wirklich nicht töten können. Und geben ihm hier, Pflaumenpiraten Kevin, unsere Truhe. Zur Hölle, nehmt sie. Ja, wir werden gehen. Eins verrate ich euch jedoch. Dieser Bursche, in dessen Auftrag ihr die Truhe abliefern solltet, hat euch ganz schön reingelegt. Wir könnten euch mit Leichtigkeit töten. Ja. Lasst uns erstmal die Spucke weg. Sehr schön. Also, beziehungsweise nicht schön, dass wir da so abgezogen wurden. Was sagt denn das? Neue Befehle warten und die verschlossene Truhe. Den fragen wir natürlich, was er da reingepackt hatte. Wir müssen auf die Befreiung von Ox Bay warten. Aber erstmal gehen wir in die Taverne. Da sollen wir auch warten. Dann werden wir das erstmal tun. Hallo, wer seid ihr? Immer ein Vergnügen, Captain. Hey, warte, erzählt mal, wen wir da haben. Ist das? Das ist Nathaniel. Wie ist das euch auf See ergangen? Wir kennen sie anscheinend. Nicht übel, was macht ihr? Und Daniel. Ja, nun, wir haben hier etwas zu erledigen. Wenn ihr interessiert seid, solltet ihr vielleicht Captain Daniel fragen. Das werde ich vielleicht tun. Warum habe ich das Gefühl, dass das unsere verflossen ist? Pardon? Daniel, Grin. Hallo, Nathaniel. Ich hatte euch gar nicht erwartet. Ich bin genauso überrascht, euch zu sehen. Das könnt ihr mir glauben. In letzter Zeit können wir irgendwie nicht voneinander lassen. Ich sehe nicht, was daran so komisch ist, Daniel. Geht doch jemandem anderen auf die Nerven, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Ihr wollt eure tiefe und unvergängliche Liebe zu mir immer noch nicht zugeben, hä? Sei's drum. Wenn ihr lieber allein sein möchtet, lasse ich euch hier mal ein. Okay. Zuerst aber müsst ihr uns besiegen. Was geht hier vor? Das geht euch nichts an, ihr Mist Kerl. Widerspricht deinem Offizier nicht. Red nicht in diesem Ton mit mir, Bauer. Au, du Mistkerl. Legt eure Waffen nieder. Damit kommt ihr nicht durch. Genau, warum? Warum werden wir jetzt angegammelt? Seid ihr auch wirklich echte Engländer? Nein, sie haben Ralph. Pardon? Ralph ist tot, ja, der wird dafür bezahlen. Tut mir leid, das zu hören. Ralph ist ein guter Mann. Mitgefühl könnt ihr euch sparen, Nathaniel. Ich brauche es nicht.
Wie ihr meint, aber warum haben diese Soldaten uns plötzlich angegriffen? Ich kann mich nicht erinnern, mit den Engländern Streit zu haben. Wie steht's mit euch? Das geht euch nichts an. Auf jeden Fall werde ich die Engländer eine Weile meinen. Ich werde diese Stadt verlassen und ich empfehle euch das auch. Wartet. Genau, warte. Verdammt. Oh, nicht noch mehr. Robin Marshall. Ihr seid verhaftet, Sir. Bitte kommt mit uns. Wenn die Chancen besser stünden, wäre ich nicht so kooperativ. Aber gut, nehmt mich mit. Ich bestehe allerdings darauf, dass der Gouverneur von meiner Verhaftung unterrichtet wird. Schließlich arbeite ich für ihn. Ihr seid nicht in der Lage, irgendetwas zu verlangen. Kommt mit uns. Teufel. Oh, toll. Warum sind wir im Gefängnis? Nichts für ungut, Sir. Ich darf während der Wache nicht reden. Dann rede bitte auch nicht mit mir. Du Bauer Nummer 2. Ein neuer Gefangener, hä? Hey, warum freut euch das so? Versteht ihr denn nichts? Ein neuer Gefangener bedeutet, dass der Gouverneur uns Geld für seine Verpflegung geben wird. Und ich werde mir einen Teil davon unter den Nagel reißen. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr dieses Leben führt? Ein Gefangener will plaudern? Gut, plaudern wir. Ich bezweifle, dass ihr lange so gesprächig sein werdet. Bald werdet ihr nur auf eurer Pritsche sitzen und an die Decke starren, genau wie die anderen. Ich habe mir eben schon viele Gefangene gesehen. Ihr habt eine Frage noch nicht beantwortet. Das ist eine lange Geschichte, aber zum Teufel, ihr habt genug Zeit. Warum sollte ich euch sie also nicht erzählen? Ihr habt recht, ich habe genug Zeit, also lasst mich eure Geschichte hören. Unterbrecht mich nicht, oder ich bringe euch mal Nieren bei. Und ihr verbringt den Rest eures Lebens an Krücken. Passt auf, was ihr sagt. Nur weil ich drin in dieser Gefängniszelle sitze, heißt das noch lange nicht, dass ich mir jede Beleidigung eines einfachen Gefängniswärters gefallen lasse. Ihr haltet mich für einen einfachen Gefängniswärter? Nur damit ihr es wisst, ich war mal der beste Kanonier in diesem ganzen verdammten Archipel. Ha, das soll ich euch abnehmen. Wer würde einen erstklassigen Kanonier schon aus seinen Diensten entlassen? Ich habe selbst nicht geglaubt, dass mir das passieren könnte. Dieser ganze Schlamassel und alles nur wegen des verfluchten Rums. Sie haben mich rausgeworfen und mir für das letzte halbe Jahr noch nicht einmal Geld bezahlt. Helft mir herauszukommen, dann heuere ich euch auf meinem Schiff an, als Kanonier. An Bord werde ich nicht dulden, dass ihr euch betrinkt, aber wenn ihr an Land geht, könnt ihr gerne trinken, so viel ihr wollt. Nein, mir gefällt das nicht. Warum sollte ich mein Leben riskieren? Setzt euch, Kumpel. Und ich mache einfach weiter wie gewohnt. Wartet! Das hat nicht funktioniert. Oh, damn. Können wir nicht... Komm schon, dreh es auf. Wie war das im Jackie Chan-Film? Einfach auf ein Stück Kleidung pinkeln und damit die Gitterstäbe zusammen auseinanderdrehen. Okay, da ist der Gouverneur. Ich diene England. Und ihr wäret gut beraten, das Gleiche zu tun. Verzeiht, Nathaniel, das war alles ein schrecklicher Irrtum. Danke für die Entschuldigung, Sir. Ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder frei sein werde. Bitte akzeptiert noch einmal meine Entschuldigung für das Vorgehen meiner Soldaten. Ich denke, das Geld hier wird euch zeigen, wie leid mir dieser Vorfall tut. Vielen Dank, Sir. Ich möchte meinerseits für eure Freundlichkeit mir gegenüber danken. Da dieser ganze Unsinn nun endlich vorbei ist, begleite mich bitte in mein Arbeitszimmer. Ich habe wichtige Dinge mit euch zu besprechen. Natürlich, Sir. Okay. Ich diene England. Er wollte uns... Und ihr wäret gut beraten, das Gleiche zu tun. Er wollte uns auch nicht sagen, warum wir jetzt eigentlich drin sind. Bis jetzt zumindest noch nicht. Gut, niemand kann uns stören. Nur zu, Sir. Als erstes möchte ich eine freudige Nachricht verkünden. Oxbow ist frei. Ihr habt uns sehr beim Erringen dieses Sieges geholfen. Vielen Dank. Gern geschehen. Ihr habt vielleicht noch eine Aufgabe für mich? Natürlich. Ich möchte, dass ihr mir die Person bringt, die uns verraten und unsere Kolonien an eine solche Gefahr gebracht hat. Ihr Name ist Raoul Rimes. Darf ich fragen, was er getan hat? Neugierig. Ich mag das. Nur keinen Fehler machen. Rimes ist ein Verräter an der Krone, und zwar einer der übelsten. Und auch ein Verräter an seiner eigenen Mannschaft. Er führte gerade eine sehr wichtige Mission durch, als er die Gefolgschaft wechselte. Als mich eines seiner Besatzungsmitglieder vor Rimes Verrat warnte, hätten wir dieses Unheil beinahe verhindern können. Traurigerweise stand der arme Kerl schon an der Schwelle des Todes und konnte mir nicht mitteilen, welchen Kurs Rimes eingeschlagen hatte. Wir wissen, dass er bei der Piratenfestung angehalten hat, um Nachschub aufzunehmen. Ihr sollt dieses Piratenlager aufsuchen und Rimes festnehmen, wenn er noch dort ist. Wenn ihr ihn nicht findet, dann bringt ihr in Erfahrung, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Verstanden. Und der Umgang mit Piraten ist jedoch gefährlich. Ich erwarte eine entsprechende Entschädigung. Die werdet ihr bekommen. Ich zahle euch 5000 Goldstücke sofort und 5000, wenn ihr mit dem Verräter zurückkehrt. Ein fairer Preis. Ich mache mich sofort auf den Weg, Sir.
Gut. Ich diene England. So. Und ihr wäret gut beraten, das Gleiche zu tun. Wir können nochmal fragen. Okay, wir haben nichts. Wir können nochmal nach Arbeit fragen, aber... Die haben wir schon bekommen. Ich dachte nur, wir können nochmal darauf eingehen, warum wir eigentlich gefangen genommen wurden. Können wir Punkte ausgeben? Nein. Wir haben auch noch nicht so viel Erfahrung. Dauert noch ein bisschen. Alles klar. Da muss ich mal schauen, was unser Schiff so sagt. Fit scheint es ja zu sein, die stolze Peng. Eine schöne Bark. Wir können noch nach der Truhe fragen. Das war nichts an der Table. Wer bist du? Bist du irgendwas Bestimmtes? Milord? Oh, nee. Aber er kennt uns. Wir haben schon mit ihm geredet. Verzeih mal. Wer bist du denn? Wie meinen Sie, Sir? Guten Tag, Sir. Ich bin Jane Atwell. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Mein Name ist Nathaniel Hawk. Oh, Sie ab, Captain. Euch kommen hat euch doch sicher einen Grund, oder? Seid ihr mit der Stadt gut vertraut? Okay, wir wissen ja schon, wo wir hinwollen. Ich glaube, sie kann uns nichts weiter sagen, was wir noch nicht wissen. Wir könnten noch jemand anheuern, um gekaperte Schiffe zu übernehmen. Ein Offizier oder so. Was mit dir? Wir spendieren dir nichts. Dir auch nicht. Manchmal sitzen ja Offiziere hier. Wie sieht's mit dir aus, Chad Panther? Was könnt ihr? Kleine Leute sagen, dass ich ein guter erster Mat bin. Holt mich an und ihr könnt euch selbst davon überzeugen. Wir speichern mal schnell. Und dann schauen wir mal, was er kann. Was will er denn? Ich glaube, wir könnten uns auf 3100 Goldmünzen einigen. Ist das nicht etwas zu viel? Okay, nehmen wir. Jetzt bin ich mal gespannt. Schiff. Haben wir nicht Passagiere hier irgendwo? Ah, hier. Ah, sehr schön. Hat Segeln 3. Oh, der ist wirklich sehr gut. Alter, der kann alles. Nicht wie du. Gut, er kann gut kämpfen, aber das haben wir eigentlich gemacht. Kanone sieht nicht so gut aus, aber ansonsten... Hey, why not? I like you, buddy. Da ist er ja. Können so nicht mit ihm reden. Panther, Mr. Panther? Ich weiß gar nicht mehr, wie er jetzt hieß mit... Kann ein bisschen mit dabei bleiben, vielleicht gewinnt er Erfahrung so. Dem könnte noch die... Naja, egal. Pistole geben. Oh, ein Saphir. Nehme ich natürlich gerne. Tja, dann würde ich mal so sagen, wir gehen zurück nach Ox Bay und fragen unseren lieben... Wie heißt er doch gleich? Den Typen von der Werft. Was denn dieser Truhe war und was es mit diesen unbesiegbaren Piraten auf sich hatte. Eine sehr unschöne Erfahrung war das. Aber ich würde vorher vielleicht noch eine... Schauen, was sie hier so haben. Vielleicht eine Pistole kaufen oder so. Die haben wir schon. Aber unsere... Schadet nicht, wenn die anderen ja auch bessere Waffen haben. Apropos bessere Waffen. Wir haben ja noch... Passagiere. Moment. Gegenstände. Kann ich nicht. Wir haben ja da noch gute Schwerter, aber ich weiß nicht, wie ich die vergeben kann. Da können wir gerade nichts machen. Chad Panther. Kann ich dir nicht Gegenstände geben? Nein, macht weiter. Reden, austauschen. Ah, I see. Oh, was hat er denn Schönes hier? Hat er zwei Schwerter, oder? Ja, er hat schon ein gutes Schwert. Ich habe alles, was ihr braucht.
Falsch. Ich wollte bloß nochmal schauen. Oh, er hat auch Geld. Aber das nehmen wir jetzt nicht ab. Ich weiß nicht, was er... Oder nicht etwas sauer reagieren würde. Aber was bist du denn hier? Das Schwert eines Ritters und Malteserordens. So unbeugsam und ernst wie die Ritter selbst. Hm. Also er hat schon eine gute. Lassen wir die ihm mal. Ich schau mal nach Pistolen später. Wäre bestimmt nicht schlecht, wenn er auch eine hätte. Aber wir stechen erstmal wieder in See. Ich kann gerade nicht speichern. Naja, macht nichts. Auf die Weltkarte. Bist du ein französisches Schiff? Vielleicht, aber ich weiß nicht, ob wir mit denen noch Beef haben. Ich speichere ihm aber mal. Kann nicht schaden. Ox Bay, genau da wollen wir hin. Und Piraten haben sich natürlich an unsere Fersen gehängt. What else? So, ich will mal zu Owen. Wenn er dann noch offen hat. So. Ganz ruhig, Kumpel. Ja, Governor. So. Malcolm bietet uns noch ein bisschen Hilfe an und ich sehe da schon wieder was Gutes. Ein Trank. Den nehmen wir doch mit. Nein. So. Das muss die Interaktionstaste. Sollte ich vielleicht mal umstellen. Ich muss mal schauen, wie ich das machen kann. Aber nicht jetzt. War hier nicht auch noch was? Okay, diesmal haben wir kein Glück. Aber ist okay. Eine kleine Perle, gerne. Ich würde mal sagen, dann geht's auf zum Owen. Owen hieß er. Genau. Von der Werft. Ich weiß nämlich nicht, was der uns da angedreht hat. Aber wir werden beide umgekommen, deswegen. Hier ist auch irgendwas. Heilendes Elixier, gerne. Wir haben alles. Die französischen Akzente sind auf jeden Fall noch hier. Die wurden noch nicht ausgetrieben. Okay, schauen wir mal zu unten. So. Owen. Ja, Sir, das kriegen wir schon hin. Guten Tag, Nathaniel. Benötigt ihr die Dienste meiner Werft, Sir? Ich komme nur auf ein Plausch. Ah, an was seid ihr denn interessiert, Nathaniel? Nun, es ist wegen dieser Kiste, die ich für euch nach Redmond bringen sollte. Ja, habt ihr sie abgeliefert? Ich fürchte, nein. Irgendjemand ist mir dazwischen gekommen. Oder irgendetwas. Irgendetwas? Zwei Männer, die mit einer, mit keiner Klinge zu töten waren. Großer Gott, dann ist es also wahr. Was ist wahr? Gibt es etwas, das ihr mir erzählen solltet? Oh nein, nein, es ist nichts. Es ist nur schade, dass ihr angegriffen wurdet. Entweder ihr spuckt das jetzt aus oder ihr spuckt Blut. Ihr habt die Wahl. Wartet, ich erzähle es euch, was ich weiß. Da gibt es die Geschichte über einen schrecklichen Piraten. Er hat Schiffe geplündert und versenkt und hat gnadenlos gewütet. Und eines Tages tat er etwas so Grauenhaftes, dass Gott sich für immer von ihm abwandte. Dieser Pirat wurde etwas Unaussprechliches, ein lebender Leichnam. Man sagt, er und seine Crew jagen und plündern heute noch Schiffe. Und keiner kann ihnen widerstehen, weil man sie nicht töten kann. Es heißt, sie suchen etwas, alte Münzen oder einen Schatz, der hier im Archiv verschollen sei. Das ist doch Schwachsinn, eine Gruselgeschichte für Kinder. Tatsächlich? Ihr habt die Piraten mit eigenen Augen gesehen. Ich schickte diese Kiste meinem alten Erzfeind Charles, im Glauben, dass sie den Schatz enthielte, hinter dem sie her sind. Ich hoffte, sie würden ihn vielleicht finden und töten. Ihr müsst mir glauben, ich hätte nie gedacht, dass sie euch zuerst kriegen. Wo habt ihr diese Kiste her? Ein Mann verkaufte sie mir. Er verlangte sehr wenig davon und versprach, dass ich meinen alten Rivalen loswerden würde, indem ich sie einfach nur zu ihm schickte. Wo finde ich diesen Mann? Er lebt auf Flaie de Fleur, nahe beim Hafen. Mit ihm solltet ihr reden. Er weiß viel mehr über diese Kiste als ich. Euer Glück, dass ich ein Ehrenmann bin, sonst würde ich Genugtuung von euch verlangen, weil ihr mich in solche Gefahr gebracht habt. Ja, dieser
kleine Pisse. Guter Mann, wir flicken hier Schiffe, keine Nussschalen. Aber wir können immer noch mit ihm reden. Und wir haben, ich weiß gar nicht, was, wie viel Kohle. Vielleicht holen wir uns eine bessere Schiffsklasse. Not sure. Obwohl die hier nicht so viele. Alt, ich will noch nichts verkaufen hier. Unsere jetzige, die Peng hat... Okay, die haben alle nicht so viel Laderaum. Das ist halt das Problem. 32.000... Ist das hier unten unser Gold? Wir könnten uns echt was Besseres kaufen. Oder so eine. Nein, die können wir nicht kaufen. Oh, 55.000, alles klar. Pinasse, oh, die ist auch nicht schlecht. 70.000 nur. Und die bringt uns, wenn wir die verkaufen, 12.000. Haben wir knappe 52.000. Und dann können wir die uns immer noch nicht leisten. Aber wir könnten uns eine Karavelle holen. Die braucht natürlich auch mehr Crew und so. Ist klar. Hätte aber mehr Kanonen, da wären wir schon gut ausgestattet, würden die 5er Schiffsklasse einfach überspringen. Auch wenn die wahrscheinlich schneller wäre. Oh ja. Die ist nicht so schnell. Das ist halt auch ein großes, fettes Schiff, aber was soll's. Ich würde sagen, die holen wir uns. Yay. Und wo, haben wir unser altes Schiff verkauft jetzt, oder? I can't follow. Anscheinend. Mysteriös, mysteriös. Die braucht natürlich dann auch einen entsprechend neuen Namen. Ah, jetzt ist der alte komplett weggekommen. Aber das macht nichts. Wir nennen sie einfach ganz schlicht erstmal wieder. Peng. Und leer. Oh, hier können wir leer machen. Moment, zurück. Und leer. Und dann nochmal zurück. Hab ich hier... Oh, hier sind die Zahlen. Oder war ein großes I. Peng, die... Nee, nicht die erste. Die zweite. Dammit, noch eins. So. Okay. Und das andere muss irgendwie eingetauscht worden sein dagegen. Ich wollte das eigentlich ihm geben, aber... Meh. Blöd. Das ist ein bisschen blöd. Ich dachte nämlich, das bleibt in unserem Flottenbestand. Wir können ja noch drei andere Schiffe führen in unserer kleinen Armada. Aber gut. Ich sollte wohl auch zur Werft. Und ich sollte schauen, was wir im Laderaum haben. Außer Munition. Nichts, okay. Wenn wir ein paar Planken kaufen würden und Segeltuch, können wir Schäden reparieren. Das werde ich mal machen. Das könnte uns mich irgendwann mal den Arsch retten. Ich grüße euch und eure Börse, guter Mann. Ah ja. Lass mir euch noch einfach ein bisschen Zeug kaufen hier. Kaufen wir einfach mal... Ja, ich weiß nicht. Wäre es mit 15 von denen hier. Und dann kaufen wir auch noch Planken. Wie wäre es mit... Keine Ahnung. 50 Planken. Ich weiß nicht, wie viele da verbraucht werden, aber dann können wir schon mal kleine Reparaturen selber machen. Ich glaube, ich habe ja mittlerweile etwas an Reparatur gewonnen. So. Und dann brauchen wir noch natürlich tatkräftige Verstärkung, viele Hände, die anpacken können. Bin so nichts zu gebrauchen, wenn ich mein zweites Frühstück nicht kriege. So, da fehlen uns nämlich einige. Und dann haben wir gar nicht mehr so viel Geld. Oh, wir können keine mehr anheuern, aber wir haben schon fast voll. 5 Leute fehlen noch. Die Moral ist gut. Das ist sehr schön. So. Und da bin ich sehr gespannt. Wir schauen uns noch an, wie die Peng die zweite jetzt ausschaut. Hinten ist ja. Nein, nicht die kleine Nussschale links. Rechts. Oh, das ist ein sehr cooles Schiff.
So stelle ich mir das vor, ja. Jetzt sind wir endlich etwas zielgerechter unterwegs, obwohl das Feuer auch nicht gerade schlecht war. So. Wir speichern nochmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir entweder nach Fleece the Fleur oder auf die Pirateninsel gehen, um unseren neuen Auftrag fertig zu machen und weiter zu verfolgen. Und Nathaniel steht hier noch ein bisschen am Pier, bewundert den schönen Sonnenuntergang. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt geschmeidig, macht's gut und ciao.